Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur dritten Lesung von Roms Ziele in Theorie und Praxis von Gustav Mix aus dem Jahre 1911. Wieder einmal eine Lesung, wie die vorangegangenen zwei natürlich auch, aus einem Schreiben, aus einem Heftlein oder Büchlein, wie auch immer man das nennen will. Es hat ja nur knapp 40 Seiten, das von so lange her ist, und das immer noch sehr wichtig ist zum Verständnis der römisch-katholischen Kirche, wie wir sie heute kennen. Oder um unser Verständnis von der römisch-katholischen Kirche, das wir heute haben, zu untermauern, zu unterbauen mit historischen Fakten, wie die römisch-katholische Kirche und der Vatikan geworden sind, was sie heute sind. Und dass man eben hieraus erkennen kann, dass solche Dinge nicht über Nacht entstehen. Wir sind hier ja auch zurückgegangen bereits auf Bullen und Aussagen von Päpsten von Jahrhunderten zurück. Ich weiß, dass wir letztes Mal zum Beispiel noch über Unam Sanctam doch kurz gesprochen hatten. Und hier gehen wir jetzt zurück in das 19. Jahrhundert, ganz ein wenig zum Beginn des 20. Jahrhunderts. Und diese Lesung ist deshalb so wichtig, um zu sehen, wir hatten davor James Edkin Wiley mit dem Doppelgesicht des Papsttums. Wir haben jetzt den Gustav Mix mit was die Ziele von Rom sind, und wir sehen, dass es immer um das Gleiche geht. Es ging bei James Edkin Wiley um dasselbe, und er hat uns erklärt, wie sich das über die Jahrhunderte entwickelt hat. Also vom Entstehen des Papsttums damals bis zu der Zeit, wo er das Buch geschrieben hat, und hat dann noch Aussichten in die Zukunft geschrieben. Und jetzt sind wir 60 Jahre weiter nach dem Schreiben von James Edkin Wiley, und ein Deutscher schreibt uns mehr oder weniger die erfüllten Aussichten von James Edkin Wiley, die er damals hatte, die es heute hat, und zeigt auch wieder, wie stark der Einfluss des Katholizismus auf die Nationen und auf die Personen im Allgemeinen, also auf die ganze Gesellschaft im Grunde sind. Deswegen ist dieses Buch so wichtig. Man kann ja sagen von, ja, Jörg, was liest denn hier Bücher von über 100 Jahre alt, also alles Schnee von gestern? Nee, ist es eben nicht. Diese Bücher mögen vielleicht 100 Jahre oder mehr alt sein, aber sie sind brandaktuell, wenn man das richtige Verständnis hat. So, und das richtige Verständnis hat man immer nur dann, wenn man zu solchen Schreiben auch die Bibel dazu zieht. Und wenn man begreift, dass man alles an der Bibel messen muss. Und was im Licht der Wahrheit der Bibel Bestand hat, das sollte man behalten. Und das, was im Licht der Bibel keinen Bestand hat, das sollte man verwerfen. Auch in diesen Büchern. Ich sage nicht, dass alles richtig ist, was hier drin ist. Aber ich bin noch nicht viel verkehrte Dinge gegengekommen hier. Also, oder habe noch nicht viele verkehrte Dinge hier getroffen in diesem Buch. Ich gehe jetzt nochmal zurück einen Absatz. Wir sind auf Seite 6 in dem PDF, und den zweiten vollen Absatz lese ich nochmal, um ein wenig zurück reinzukommen, weil nur den letzten kleinen Absatz zu lesen, erscheint mir ein wenig zu wenig, weil er sagt von hier aus, und da müssen wir wissen, von was hier aus. Also lesen wir den Absatz davor nochmal. Ich habe hier die Herrschaftsansprüche Roms auf religiösem Gebiet ausführlicher behandelt, als vielleicht manchem in diesem Zusammenhang notwendig erschienen sein wird. Da habe ich ja letztes Mal auch einen Kommentar drüber gegeben, dass wir eben begreifen müssen, dass der religiöse Ansatz Roms einer ist und dass der materielle Ansatz, also der weltliche, ein anderer ist. Und dass Rom sich eben mit der weltlichen Macht und dem weltlichen Machtanspruch hinter dem religiösen versteckt. Und er meint, dass er das religiöse Gebiet ein wenig zu ausführlich behandelt hat. Vielleicht, ich sage, man kann das religiöse Gebiet der römisch-katholischen Kirche gar nicht genug behandeln. Und dann im Licht der Bibel messen und aufzeigen, wie verkehrt die theologischen Dogmen der römisch-katholischen Kirche, der Synagoge Satans, der Kirche des Teufels wirklich ist. Also, indes glaubte ich gerade dieser sonst meist weniger beachteten Seite, nämlich der religiösen, der Sache besondere Aufmerksamkeit zuwenden zu wollen, weil hier doch im letzten Grunde die Wurzeln für alle sonstigen Ansprüche Roms vornehmlich auf dem sozial-kulturellen und staatlich-politischen Gebiet zu finden sind. Rom will herrschen. Rom will unumschränkt herrschen. Wie über die Seele der Menschen, so auch über ihren Leib und alle natürlichen Verhältnisse. Auch über Völker,
und Könige. Nun, dass Rom über alle Menschen herrschen will, vor allen Dingen über die Seele, aber auch über ihre natürlichen Verhältnisse, wird nochmal deutlich, wenn man solche modernen Enzyklikalen von Päpsten wie Benedikt dem 16. Caritas in Veritate liest von 2008, wo es ja eben darum geht, dass die römisch-katholische Kirche meint, Privatbesitz sollte verboten sein. Aller Besitz ist der römisch-katholischen Kirche und die Menschen kriegen von der Kirche genau das, was sie brauchen. Man leiht sich eben alles nur aus, aber man hat eben keinen persönlichen Besitz mehr. Das heißt, das ist der ultramontane, absolute Führungsanspruch der römisch-katholischen Kirche, nicht nur über Leib und Seele, sondern auch über alle natürlichen Verhältnisse. Es gibt schlechterdings nichts in der Welt, was die römische Kirche ohne weiteres als ihrem Machtbereich entnommen anerkennen würde, da schließlich alles menschliche Handeln sich irgendwie in Beziehung zur Religion setzen lässt. So hat das Sanctum Officium in Rom bekanntlich auch geburtshilfliche Operationen der Mediziner in den Bereich seines Urteils gezogen, hat über die verschiedene Behandlung amputierter Gliedmaßen von Katholiken, Nicht-Katholiken und Ungläubigen Anweisung gegeben und auch über den Gebrauch der Margarine an Festtagen sich ausgelassen. Jetzt wollte ich noch mal ein klein wenig auf diesen Satz eingehen, weil da bin ich letztes Mal nicht drauf eingegangen. Vor allen Dingen der erste Teil des Satzes ist etwas, was ich wichtig finde, dass wir mal richtig gut verstehen. Das Sanctum Officium in Rom hat über die verschiedene Behandlung amputierter Gliedmaßen Anweisung gegeben. Also Rom gibt Anweisungen darüber, wie Ärzte sich zu verhalten haben, wenn es um Behandlung von Menschen geht. Weil, wenn ich jemandem ein Glied amputieren muss, ob das jetzt aufgrund einer Kriegswunde ist, einer Verletzung ist, ob das aufgrund einer Krankheit ist oder was auch immer, das spielt ja keine Rolle. Rom mischt sich, die ja eigentlich die römisch-katholische Kirche ist, also die Kirche, die religiöse Regierung, lass uns mal sagen, mischt sich ein in die Behandlung der Menschen, wenn ihnen Gliedmaßen amputiert werden. Wie damit umzugehen ist. Und auch über den Gebrauch der Margarine an Fasttagen. Also nach dem Motto, wenn ich eben die Butter an Fasttagen ersetze durch pflanzliche Erzeugnisse, ne, weil ich ja an Fasttagen eben fasten soll und sicherlich keine tierischen Produkte zu mir nehmen soll, wie zum Beispiel Fleisch und solche Sachen. Da gehört dann eben Butter und Milch auch zu. Wir wissen ja noch von früher, dass die römisch-katholische Butterbriefe hatte. Ne? Da konnte man sich also den Ablass erkaufen und dann doch Butter essen an Fasttagen. Und genau das meint er hier eben auch, dass er Anweisungen gegeben hat, selbst über den Gebrauch der Margarine an Fasttagen sich ausgelassen hat. Also mit anderen Worten, er macht hier mit diesem Satz nochmal deutlich, die römisch-katholische Kirche mischt sich in jeden Bereich des menschlichen Lebens ein. Sogar bei der Medizin, bei der medizinischen Behandlung und bei der Ernährung. Ja, und das sind jetzt zwei Stichworte, da sollten einige mal hellhörig werden, wenn man an das Jahr 2021 denkt. Mehr sage ich da nicht zu. Von hier aus wird man die Tragweite der scheinbar ziemlich harmlosen Bemerkung Antichrist Leos des 13. in seinem bereits erwähnten Rundschreiben Immortale Dei vom 1. November 1885 ermessen können, welche lautet, Zitat: Was immer im Leben der Menschheit heilig ist, was immer auf das Heil der Seelen und den göttlichen Dienst Bezug hat, sei es nun an sich und seiner Natur nach oder wegen seiner Beziehung zu demselben, alles das ist der kirchlichen Gewalt und ihrem Ausspruche unterstellt. Ende Zitat. Ja, da musste ich eine kleine Pause einlassen. Das muss man sich doch mal auf der Zunge zergehen lassen. Nicht nur, wie ich bereits in der letzten Lesung sagte, fordert die römisch-katholische Kirche von einem jeden ihrer Mitglieder denselben Kadavergehorsam, wie die Jesuiten von jedem Mitglied ihres Ordens fordern, sondern mit dem Rundschreiben Immortale Dei, das im Grunde übersetzt heißt unsterblicher Gott, ja, womit er natürlich sich selbst meint, der Papst hier, vom 1. November 1885, da schreibt er ganz deutlich rein, was immer im Leben der Menschheit, also eines jeden Menschen heilig ist,
was immer auf das Heil der Seelen und den göttlichen Dienst Bezug hat, sei es nun an sich und seiner Natur nach oder wegen seiner Beziehung zu demselben, alles das ist der kirchlichen Gewalt und ihrem Ausspruche unterstellt. Also mit anderen Worten, wer glaubt, dass er frei ist, der hat sich geirrt. Das sage ich jetzt mal zu den ganzen Menschen, die immer meinen von, ja, aber wir haben doch Menschenrechte, wir haben doch sogenannte humanitäre Rechte, wir haben doch Freiheiten, gesetzlich verbrieft in unserem Grundgesetz oder in unserer Verfassung. Da steht doch drin, wir dürfen dies und wir dürfen das. Das sind zeitliche Freiheiten, die die römisch-katholische Kirche nur so lange zugesteht, wie sie nicht ultramontan am Herrschen ist. Ja? Wenn die Kirche einmal 100% das Zepter in Händen hält, in den Ländern, wo sie die Konkordate mit abgeschlossen hat, dann, wenn die römisch-katholische Kirche von der kleinen Gemeinschaft, als sie meistens beginnt, wie ein Krebsgeschwür sich ausgeweitet hat und die Majorität, also die Hauptanteil in dieser Nation übernommen hat, dann werden diese Gesetze, diese Ansichten der Päpste auch auf einmal durchgesetzt. Der Papst schreibt das hier in seinem Rundschreiben vom 1. November 1885, dass alles sich der kirchlichen Gewalt und ihrem Ausspruch zu unterstellen hat. Das ist hiermit ausgesprochen, es ist aber hiermit noch nicht durchgesetzt. Und dass zwischen dem Machen eines Gesetzes oder dem Aussprechen eines Gesetzes und dem Durchsetzen eines Gesetzes ein ganz großer Unterschied ist. Und dass ein Gesetz im Grunde erst dann wirklich in Fuge ist, wenn es auch wirklich ausgeführt wird, in der Tat. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wo wir zu einem anderen Teil kommen. Aber über den Teil spreche ich jetzt noch nicht. Das ist eine Sendung oder eine Sendereihe ganz für sich alleine. Das wird irgendwann noch mal kommen. Da bin ich aber auch mit meinen Forschungen noch nicht so weit. Aber da kann ich euch sagen, es ist so, dass in der römisch-katholischen Kirche Dinge beschlossen werden, auf Papier gesetzt werden, auf Gesetz gemacht werden, lass uns mal sagen, Dogma sind, ob das jetzt römisch-katholisches Gesetz ist oder ob das andere irgendwelche Aussprachen sind, die an das römisch-katholisch-kanonische Gesetz angelehnt sind, ist jetzt unwichtig. Es geht darum, man kann ein Gesetz erlassen, also man kann ein Gesetz erstmal schreiben, man kann es erlassen, man kann es verkünden, aber bevor es durchgeführt wird, ist es im Grunde ein de facto Gesetz. Ja? Genau wie mit den Regierungen, de facto und de jure. Ein Gesetz de facto ist ein Gesetz, das noch nicht durchgesetzt ist. Es ist da, es muss befolgt werden, aber es wird die Nichterfüllung des Gesetzes wird nicht verfolgt. Wenn wir soweit sind, dass das durchgesetzt wird, dann sprechen wir über ein, ich sage es jetzt mal so, de jure Gesetz. Dann ist es wirklich auch in Wirkung gestellt und in dieser Welt nachvollziehbar. Der Papst schreibt also hier am 1. November 1885, was immer im Leben der Menschheit heilig ist, was immer auf das Heil der Seelen und den göttlichen Dienst Bezug hat, sei es nun an sich und seiner Natur oder wegen seiner Beziehung zu demselben, alles ist der kirchlichen Gewalt und ihrem Ausspruch unterstellt. Das ist hier der Machtanspruch der römisch-katholischen Kirche, dass außerhalb ihrer nichts gestattet ist, nichts funktioniert und es überhaupt keine Genehmigung gibt, irgendetwas außerhalb ihrer Jurisdiktion zu machen. Wie das jetzt in den verschiedenen Ländern, in den verschiedenen Gesellschaften durch die Jahre durchgeführt wird, das ist eine andere Frage. Das muss man sehen. Aber die Grundlage des Gesetzes, die Grundlage der Aussprache, die Grundlage des Machtanspruchs der römisch-katholischen Kirche ist hiermit gesetzt. Das ist ihr Ziel. Welche Mittel sie einsetzt, um diese Ziele zu erreichen, ist wieder eine andere Frage. Wie heißt es so schön? Der Zweck heiligt die Mittel. Erinnert ihr euch? Wenn wir das jetzt sehen, dass das hier 1885 geschrieben ist, und wenn wir sehen, wo wir uns heutzutage in 2021 hinbewegen, dann sieht man doch, dass immer mehr Dinge passieren auf dieser Welt, die dafür sorgen, dass dieses Gesetz vom Papsttum auch wirklich nicht nur befolgt wird, sondern auch durchgesetzt wird, dass da sogar Strafen hinterstehen, wenn man sie nicht durchführt.
Und für die Strafen und alles hat die römisch-katholische Kirche natürlich die staatliche Gewalt auf seiner Seite. Das heißt, Rom sagt, das und das muss passieren und der Staat sorgt für die Durchsetzung. Was glaubt ihr denn, was diese ganze Corona, was dieser ganze Kram eigentlich ist? Da steckt eine geistige Agenda hinter, wo der Staat als Vasall der Kirche gebraucht wird, um das durchzusetzen. Der Staat setzt die weltlichen Dinge durch und gleichzeitig erreicht damit die Kirche ihre geistigen Forderungen. Gemessen an dem Satz von Antichrist Leo dem 13. aus 1885. Man muss sich solche Sätze durchlesen und dann muss man sie verstehen, um sie im richtigen Kontext zu verstehen. Der Papst behauptet hier, was immer im Leben der Menschheit heilig ist, was immer auf das Heil der Seele und göttlichen Dienst Bezug hat, alles ist der kirchlichen Gewalt und ihrem Ausspruche, das heißt ihrem Gesetz unterstellt. Das Problem ist, dass das Gesetz der römisch-katholischen Kirche nicht das Gesetz des Gottes Elohim im Himmel ist. Das kommt dann eben dazu. Vielleicht muss der ein oder andere dann noch mal ein wenig drüber nachsinnen oder nachdenken, ist ja auch nicht verkehrt. Deswegen habe ich das Papier auch inzwischen auf archive.org öffentlich gemacht. Jeder kann es sich herunterladen. Es ist natürlich mit meinen Bemerkungen, Anmerkungen, Unterstreichungen versehen. Wer die nicht haben will, der kann die ja löschen. Und jeder kann also das PDF nochmal nachlesen und kann darüber selbst nachsinnen, ob ich hier irgendwelchen Quatsch erzähle oder ob das vielleicht wirklich so gemeint ist, weil wir sprechen hier schlussendlich über Roms Ziele. Ja? Und wir dürfen ja nicht vergessen, wir haben gestern angefangen, mit dem Satz nochmal zu lesen von der Lesung davor. Also hier in der dritten Lesung haben wir in der zweiten Lesung angefangen, nochmal zu lesen, wo wir die erste Sendung mit abgeschlossen hatten, wo ganz deutlich steht, dass Rom auch heute noch als letztes Ziel mit zäher Ausdauer daran festhält, absolute, unumschränkte Herrschaft der römischen Kirche über die ganze Welt zu haben. Und zwar Weltherrschaft nicht nur im religiösen Sinne, sondern auch und vor allem in sozial, kultureller und staatlich-politischer Hinsicht. Das sollte uns doch jetzt wirklich genug sein. Wir sollten das doch jetzt inzwischen wirklich langsam verstanden haben. Und dieser Satz von Leo dem 13., was immer im Leben der Menschheit heilig ist, alles ist der kirchlichen Gewalt und ihrem Ausspruche unterstellt, um jetzt mal eben den Hauptkern dieses Satzes zu nehmen, ist eine nochmalige Bestätigung dessen, was der Autor vorher gesagt hat, was wir inzwischen in Lesung 1 damit abgeschlossen haben, in Lesung 2 begonnen haben und jetzt in Lesung 3 nochmal erwähnen. Der Satz, den ich gerade eben vorgelesen habe, von dem Machtanspruch, Weltherrschaftsanspruch der römisch-katholischen Kirche, den kann man gar nicht oft genug lesen. So wichtig ist er. Aber der Autor fährt dann fort und sagt: Gibt es denn danach noch irgendetwas, was nicht in Beziehung zu dem Heil der Seelen und dem göttlichen Dienst stünde? Gibt es noch irgendetwas, wo die römisch-katholische Kirche uns vielleicht die Freiheit lässt, was sie nicht beherrschen will? Sicher nicht. Wer daran noch den geringsten Zweifel hätte, müsste sich noch eines Besseren belehren lassen durch die eigene Erklärung Leos des 13. hinsichtlich seiner Stellungnahme in Sachen der Septenatsanfrage 1887. Er wirkte bekanntlich auf das Zentrum im Deutschen Reichstage dahin ein, dass es die Vorlage der Regierung annehme. Nun ist natürlich die Frage, was ist denn bitte schön eine Septenatsfrage? Wusste ich auch nicht, also habe ich es nachgeschlagen. Auf Wikipedia lesen wir darüber: Septenat, deutsches Kaiserreich, kommt von 7 und annus Jahr, ein Zeitraum von 7 Jahren, bezeichnet in der Geschichte des Deutschen Kaiserreichs einen Kompromiss zwischen Reichskanzler Otto von Bismarck und dem Reichstag über die Finanzierung der Militärausgaben. Also mit anderen Worten: Wir dachten immer, ich zumindest, dass das Zweite Deutsche Reich, das Otto von Bismarck 1871 gegründet hat,
ein protestantisches Reich war, weil es wurde beherrscht von Preußen. Preußen sind Protestanten. Wir dachten, dass Bismarck mit dem Erlass des Jesuitengesetzes 1872, wo er die Jesuitenorden in Deutschland verboten hat, die Klöster aufgelöst hat, die Professhäuser und Novizenhäuser geschlossen hat und die Jesuiten, soweit er konnte, des Landes verwiesen hat, dachten wir, dass das protestantisch wäre, dass das alles im Sinne der Bibel wäre, dass das alles im Sinne gegen den Antichristen wäre. Aber jetzt lesen wir hier, dass 1887 hinsichtlich der Septennatsanfrage Leo der 13. wirkte auf das Zentrum im Deutschen Reichstage dahin ein, dass es die Vorlage der Regierung annehme. Also mit anderen Worten, es ist hier der Papst, der Antichrist, der beschließt, ob das angenommen wird oder nicht. Wir sprechen hier schließlich über einen Zeitraum von 7 Jahren, wo es über die Finanzierung der Militärausgaben geht. Und das ist ja nun mal kein unwichtiger Punkt. Nach der Beendigung des preußischen Verfassungskonflikts blieb die Frage des Militäretats ein potenzieller Konfliktpunkt zwischen Regierung und Parlament. Der Reichstag des Norddeutschen Bundes hatte 1867 ein Etat für 4 Jahre bewilligt, das sogenannte Pauschquantum. Nach seinem Auslaufen und der Gründung des Kaiserreichs 1871 wurde die Regelung bereits nur unter Mühen um 3 Jahre verlängert. Jetzt sehen wir, woher das Septennat kommt, ne? Erst wurde etwas für 4 Jahre bewilligt, dann wurde es für 3 Jahre verlängert, macht 7. Deswegen kommen wir hier auf die 7 Jahre. Wir sprechen jetzt aber hier nicht von 1874, sondern wir sprechen hier von 1887. Ich will jetzt auch gar nicht den ganzen Artikel durchlesen. Den Link zu Wikipedia hierzu füge ich in die Beschreibungsbox des Videos bei. Aber ich möchte noch mal kurz auf den vierten Absatz, oder 1, 2, 3, 4, den fünften Absatz in diesem Artikel von Wikipedia eingehen, weil da treffen wir einen sehr interessanten Menschen. 1887 drohte Bismarck mit einer Kriegsgefahr und konnte das Septennat damit unter großen Schwierigkeiten abermals durchbringen. Franz August Schenk von Stauffenberg von der oppositionellen Deutschen Freisinnigen Partei hatte am 14. Januar 1887 im Reichstag den Antrag gestellt, die von der Regierung gewünschte Heeresstärke für 3, nicht aber für 7 Jahre zu gewähren. Der Antrag Stauffenbergs wurde mit 186 zu 154 Stimmen angenommen. Bismarck löste daraufhin noch vor Inkrafttreten des Gesetzes den Reichstag auf und ließ Neuwahlen ausschreiben. Vor diesen Neuwahlen wurde ein Attentatsversuch auf den beim Volke beliebten Kaiser unternommen. Bei den Neuwahlen gewann unter anderem daher die Bismarck und den Kaiser unterstützende konservative Koalition entscheidende Sitze hinzu. Erst unter Kanzlerschaft von Leo von Caprivis wurde die Zeitspanne ab 1893 auf 5 Jahre, ein Quinquennat analog zu den Legislaturperioden, verkürzt. Wichtig fand ich eben die Erwähnung des Namens Franz August Schenk von Stauffenberg. Wer hat denn nicht schon mal den Namen von Stauffenberg gehört? Den kennen wir doch aus den Anschlägen gegen Adolf Hitler im 1944. Franz August Freiherr Schenk von Stauffenberg, geboren 1834 und gestorben 1901, war ein deutscher Jurist, Großgrundbesitzer und liberaler Politiker. Er war Präsident der Kammer der Abgeordneten in Bayern und nach der deutschen Reichsgründung Mitglied des Reichstags. Dieser war mit anderen Worten ein Vorgänger, also ein Familienmitglied von dem Stauffenberg, der damals den Anschlag auf Hitler gemacht hat, 1944. Und ihr könnt das gerne selbst raussuchen, da ist ein Link zum Wikipedia mit bei, da könnt ihr dann gerne mal nachschauen. Dieser Stauffenberg war bereits ein Gegner Bismarcks, wie wir gerade eben gelernt haben. Und sein Nachfolger, der Stauffenberg, der den Anschlag auf Hitler gemacht hat, war ein Gegner Adolf Hitlers. Zumindest wird einem das so erzählt. Interessant finde ich hier halt immer, dass wir die
die Geschichte von solchen Leuten damit beihaben und dass wir mal sehen, der Stauffenberg, der damals den Anschlag gemacht hatte, der ja auch, glaube ich, eine hohe Position im Militär hatte, der kommt nicht von irgendwoher. Der kommt aus einer alteingesessenen politischen Familie bereits. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Das wird einem ja sonst irgendwo gar nicht erzählt. Oder wurde euch das in der Schule erzählt, dass wir hier tatsächlich es zu tun haben mit Familie von dem, der den Anschlag geplant hat damals auf Adolf Hitler. In dem Artikel von dem Stauffenberg und der Familie lesen wir, Franz August war der Sohn des Reichsfreiherrn Friedrich Schenk von Stauffenberg, der von 1806 bis nur 1874 lebte, und seiner Frau Reichsgräfin Caroline Clementine Butler von Kloneburg, geboren Heimhausen, die lebte zwischen 1812 und 1879. Franz Augusts Onkel, Franz Ludwig Schenk, Freiherr, ab 1874 Graf von Stauffenberg, war der Urgroßvater von Klaus und Berthold Schenk, Graf von Stauffenberg, die als Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus hingerichtet wurden. Also wir sehen hier, dass diese Familie eine alte Verzwickung hat. Ich habe jetzt noch nicht weiter nachgeforscht, inwieweit die noch irgendwelche Ritterorden oder was angehörten. Das kann ja jeder für sich selbst machen. Für mich ist schon mal genug. Es ist ein Adel und jemand, der unsere satanische Medien- und Musik-Agenda gefolgt hat, hat ja begriffen, was der Adel nicht alles macht, wo der nicht überall involviert ist. Ne? Also man muss diese ganzen Dinge immer aus verschiedenen Standpunkten ausstudieren. Und es ist, glaube ich, kein Zufall, dass dieser Anschlag auf Adolf Hitler derart dilettantisch gemacht wurde. Der sollte gar nicht glücken. Und das hat wahrscheinlich auch irgendwo mit der familialen Abstammung des Herrn Stauffenberg zu tun. Fand ich jedenfalls interessant, dass ich über die Septenatsfrage hier etwas über Stauffenberg erfahren hatte, was ich vorher auch nicht wusste. Und dass wir hier lehren, dass wir hier lernen, wie der Autor sagt, ja, wie sagt er das jetzt aber eben, den Satz, gibt es denn danach noch irgendetwas, was nicht in Beziehung zu dem Heil der Seelen, dem göttlichen Dienst stände? Sicher nicht. Wer daran noch den geringsten Zweifel hätte, also wenn du Zweifel hast, dass die römisch-katholische Kirche sich all dieses anmaßt und als Ziel hat zu führen, ja, dann muss man sich eines Besseren belehren lassen durch die eigene Erklärung Leos des 13., also des Antichristenpapst, hinsichtlich seiner Stellungnahme in Sachen der Septenatsfrage 1887. Er wirkte bekanntlich auf das Zentrum im Deutschen Reichstage dahin ein, dass es die Vorlage der Regierung annehme. Mit anderen Worten, der sogenannte Kulturkampf, der große Streit zwischen Bismarck und dem Antichristen, war hier schon längst beigelegt, weil der Papst hat hier das letzte Wort. Man sollte meinen, dass diese eigentlich rein militärische Angelegenheit mit der Religion wirklich nicht das Mindeste zu tun haben könnte. Aber weit gefehlt. Antichrist Leo der 13. lässt dem Zentrum durch seinen Kardinalstaatssekretär mitteilen, Zitat, dass die Frage mit Fragen von religiöser und moralischer Bedeutung zusammenhänge. Ende Zitat. Weshalb er dem Zentrum seine Wünsche aussprechen zu müssen geglaubt habe. Und der Nachfolger Leos des 13., Antichrist Pius der 10., nimmt in seiner Offenheit vollends kein Blatt vor den Mund. Treuherzig erklärt dieser Antichrist, es sei seines Amtes, Zitat, die Gesamtheit und die Einzelnen, nicht nur die Gehorchenden, sondern auch die Herrschenden im privaten und öffentlichen Leben, in sozialer und politischer Hinsicht zur bürgerlichen und sittlichen Ordnung zu lenken. Der oberste Pontifex kann von seinem Lehramte in Sachen Glaubens die politischen Dinge unmöglich trennen. Ende Zitat. Genommen aus der Absolution vom 9. November 1903
Germania, 13. November 1903. Germania aus einer Zeitschrift, wo das, oder Zeitung, wo das damals erschienen ist. Diesen Satz des Antichristen Pius X. sollten wir uns auch nochmal eben auf der Zunge zergehen lassen. Und sollten wir nochmal vergleichen mit dem, mit dem ich die erste Lesung abgeschlossen, die zweite Lesung begonnen und den ich vorhin bereits auch schon mal hier erwähnt hatte, über den ultramontanen, absoluten Weltherrschaftsführungsanspruch der römisch-katholischen Kirche. Jetzt lesen wir nochmal, was Pius X. sagt. Zitat: Die Gesamtheit und die Einzelnen, nicht nur die Gehorchenden, sondern auch die Herrschenden, im privaten und öffentlichen Leben, in sozialer und politischer Hinsicht zur bürgerlichen und sittlichen Ordnung zu lenken. Der oberste Pontifex kann von seinem Lehramte in Sachen des Glaubens die politischen Dinge unmöglich trennen. Also, das Lehramt des Glaubens des Papstes weitet sich aus über das private und öffentliche Leben, über die soziale und politische Aktivität der Gesamtheit der Bevölkerung, nicht nur der Gehorchenden, sondern auch der Herrschenden. Das steht hier. Und das finde ich eine ziemliche Bombe, einen solchen Satz. Aber wenn ihr glaubt, wir sind am Ende mit solchen Bomben, habt ihr euch getäuscht. Das ganze Buch ist voll von solchen Dingen. Und das finde ich das Wunderbare an diesem Buch. Es geht nämlich gleich weiter. Ich habe einen ganz großen Teil des Absatzes vollständig gelb eingefärbt, dass man es wirklich wahrnimmt, dass es ins Auge springt. Der Autor fährt fort und sagt: Diese Grundsätze, die wir gerade gelesen haben, hat Antichrist, Papst Pius X., denn auch bisher energisch vertreten. So heißt es in seinem Motu Proprio vom 18. Dezember 1903 über die sogenannte christliche Demokratie. Und bevor ich diesen Satz jetzt lese, müssen wir uns davon bewusst sein, dass die römisch-katholische Kirche semper eadem unveränderlich ist. Das heißt, was der Antichrist Pius X. 1903 hier sagte, ist heute 1921, wollte ich gerade sagen, 2021 mit Papst Franziskus noch genau so gültig. Da ist nichts von weggenommen, da ist nichts von zurückgezogen von der römisch-katholischen Kirche. Der Anspruch ist, wenn überhaupt, noch vertieft, sicher nicht verschwächt. Jetzt hört mal gut zu. Zitat: In Erfüllung ihrer Aufgabe hat sich die christliche Demokratie in strengster Abhängigkeit von der kirchlichen Behörde zu halten, indem sie den Bischöfen und ihren Organen volle Unterwerfung und Obödienz leistet. Es ist kein verdienstlicher Eifer, noch verrät es echte Frömmigkeit, wenn man auch an sich schöne und gute Dinge ohne Genehmigung des zuständigen Oberhirten unternimmt. Ende Zitat. Ja, da muss man doch mal kurz bei schweigen, ne? In Erfüllung ihrer Aufgabe hat sich die christliche Demokratie, wird Deutschland nicht die meiste Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg, also die Bundesrepublik Deutschland nicht die meiste Zeit nach dem Weltkrieg, von einer sogenannten christlich-demokratischen Union geleitet? Wenn auch in Koalition oder wie auch immer, aber wir hatten ja schon vorher in anderen Lesungen besprochen, dass Adenauer genauso ein Geheimkämmerer des Papstes war wie von Papen der Mann hinter Hitler. Das heißt, die CDU ist nichts weiter als eine abgeschwächte Form der Regierung, fortgesetzt von dem, was Adolf Hitler im Dritten Reich gewesen ist. Das wussten wir ja vorher schon. Aber jetzt steht hier: In Erfüllung ihrer Aufgabe hat die christliche Demokratie in strengster Abhängigkeit von der kirchlichen Behörde zu halten, indem sie den Bischöfen und ihren Organen volle Unterwerfung und Obödienz leistet. Obedience heißt Gehorsam. Obedience sagt man das im Englischen, ne? Das alte deutsche Wort Obedience ist aus dem, daraus ist das englische Obedience abgeleitet. Obedience.
Also, die römisch-katholische Kirche durch die Person Antichrist Pius X. in seinem Schreiben Motu Proprio sagt, fordert, verkündet, erklärt, in Erfüllung ihrer Aufgabe hat sich die christliche Demokratie in strengster Abhängigkeit von der kirchlichen Behörde zu halten, indem sie den Bischöfen und ihren Organen volle Unterwerfung und Obedienz leistet. Was heißt das denn konsequenterweise zu Ende gedacht? Eine jede demokratische Regierung, wie wir sie in Europa heutzutage kennen, ist komplett der kirchlichen Behörde unterworfen und zu Gehorsam verpflichtet. Das heißt das. Weil was ist eine christliche Demokratie? Alle Demokratien sind in der Hinsicht christlich, weil es sind ja Regierungen von dem Volk, für das Volk, durch das Volk. Aber sie sind im Geheimen geleitet von Menschen, die alle dem Papst hörig sind. Oder die dem Papst unterworfen sind oder die dem Papst Gehorsam geschworen haben. Es gibt keinen politischen Führer in Europa und auf der Welt, der nicht dem Papst seine Treue schwört. Und wenn es einen gibt, der dem Papst die Treue nicht schwört, dann wird in dem sein Land ein Regime-Change durchgeführt werden. Weil an diese Aussprache des Antichristen Pius X. muss man sich hier halten. In Erfüllung ihrer Aufgabe hat sich die christliche Demokratie in strengster Abhängigkeit von der kirchlichen Behörde zu halten, indem sie den Bischöfen und ihren Organen volle Unterwerfung und Obedienz leistet. Hier sieht man auch in diesem Satz ganz deutlich heraus, dass neben der weltlichen Regierung, die wir kennen, also ist das jetzt eine Regierung auf unserem dörflichen Niveau, ist das auf dem städtischen Niveau, ist das auf dem ländlichen Niveau, ist das auf bundesstaatlichem Niveau oder ist das auf föderalem Niveau, dass jede Regierung, die wir im Weltlichen haben, den Bischöfen und ihren Diözesen unterstellt sind. Genau das steht hier. Die christliche Demokratie in strengster Abhängigkeit von der kirchlichen Behörde zu halten. Was ist denn die kirchliche Behörde? Das ist die Schattenregierung, die wir nicht sehen. Wir sehen nur das Rathaus, die Behörden, wo wir hingehen. Was wir nicht sehen, ist, wem die unterstellt sind. Das ist eben die Schattenregierung. Die Diözesen durch die Bischöfe und ihren Organen, denen die Institutionen der christlichen Demokratie in strengster Abhängigkeit komplett Unterwerfung und Obedienz, also Gehorsam, verpflichtet sind. Diesen Satz fand ich unglaublich wichtig. Und das ist kein Satz von irgendeinem Protestanten. Das ist kein Satz von irgendeinem römisch-katholischen Bigott, der also hier Bigotterie betreibt, der die römisch-katholische Machtstruktur irgendwie bloß oder an die Mauer oder was auch immer stellt. Das ist hier die Aussage eines Papstes selber. Das ist hier die Aussage eines Cäsaren selber. Wie wir uns erinnern, hat Antichrist Pius IX. In seinem Diskurs damals gesagt, der Cäsar, der euch jetzt anspricht und dem alleine Gehorsam und Treue zustehen, der Papst ist Cäsar. Da ist nichts dran verändert. Der Papst ist als Bischof von Rom das Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche und als Cäsar König über die anderen Könige, also Kaiser über all die anderen Könige. Den Titel maßt er sich an, der alleine unserem Herrn Jesus Christus gebührt. Der ist Herr der Herren und König der Könige. Aber hier sehen wir, wie der Papst sich das anmaßt.
in seinem Schreiben motu proprio. Und ihr könnt es gerne im Internet raussuchen. Diese Schreiben sind öffentlich zugänglich und zu finden. Ich habe jetzt hier das nicht extra gesucht. Entschuldigung, ich muss kurz einen Schluck trinken. Ich habe mir das jetzt nicht rausgesucht, weil so wichtig in der Hinsicht finde ich das nicht. Das Zitat hier ist genug für mich. Ja? Ich muss nicht das originale Papier haben, um zu wissen, dass es da so drin steht. Ich habe genügend Bullen, Enzykliken und Rundschreiben und andere Briefe, die irgendwo als Quelle angenommen wurden, nachgeforscht und festgestellt, das stimmt. Also wird es hier auch stimmen. Der Autor wird sich nicht die Blöße geben, hier den Antichristen zu zitieren und ihm Worte in den Mund zu legen oder sogar hier zu schreiben, die er gesagt hätte oder die er niedergeschrieben hätte, die nicht stimmen. Ja? Lest es selbst nach. In motu proprio steht, und ich lese es jetzt noch einmal ganz ruhig vor, und bitte denkt drüber nach, was die Tragweite dieser Aussage ist. In Erfüllung ihrer Aufgabe hat sich die christliche Demokratie in strengster Abhängigkeit von der kirchlichen Behörde zu halten, indem sie den Bischöfen und ihren Organen volle Unterwerfung und Obödienz leistet. Es ist kein verdienstlicher Eifer, noch verrät es echte Frömmigkeit, wenn man auch an sich schöne und gute Dinge ohne Genehmigung des zuständigen Oberhirten unternimmt. Also ihr könnt machen, was ihr wollt. Ohne Zustimmung des Papstes ist es nicht erstrebenswert, irgendetwas zu tun. Die katholischen Schriftsteller müssen in allem, was die religiösen Interessen und das Wirken der Kirche in der Gesellschaft berührt, völlig mit Verstand und Wille, wie überhaupt alle Gläubigen, ihren Bischöfen und dem römischen Pontifex unterstehen. Und jetzt ist wirklich Ende Zitat. Das gehört da noch zu. Das gehört da noch zu. Ich habe diese Aussage in zwei Stücke unterteilt. Das eine Stück habe ich ganz groß gelb angestrichen, das andere Stück habe ich gar nicht angestrichen. Ich werde es vielleicht noch anstreichen. Wichtig ist, ich habe es deswegen unterteilt, weil es sonst zu lang wäre. Ich habe den ersten Teil jetzt erklärt und besprochen und ich hoffe, mit vollem Verständnis eines jeden, der dieses schaut und hört. Und jetzt nehmen wir nochmal eben den nächsten Teil. Die katholischen Schriftsteller müssen in allem, was die religiösen Interessen und das Wirken der Kirche in der Gesellschaft berührt, völlig mit Verstand und Wille, wie überhaupt alle Gläubigen, ihren Bischöfen und dem römischen Pontifex unterstehen. Diese Aussage habt ihr schon mal auf eine andere Art und Weise bei mir verschiedene Male gehört. Da ging es um einen anderen Antichristen und da ging es um ein späteres Papier. Ja, da ging es um Inter Mirifica. Das Papier von Johannes dem 23. aus 1963, wo im ersten Paragraph drin steht, dass es das angeborene Recht ist, das Erbrecht der römisch-katholischen Kirche, alle diese, die dann noch aufgezählt werden, Medien zu besitzen. Und genau dasselbe steht hier in abgewandelter Form auch. Die katholischen Schriftsteller. Wer sind denn die katholischen Schriftsteller? Mit anderen Worten, wenn du nicht katholisch bist, bist du überhaupt kein Schriftsteller. Mit anderen Worten, wenn du nicht katholische Schriften verfasst, dann hast du überhaupt keine Möglichkeit, deine Schriften überhaupt rauszubringen. Müssen in allem, was die religiösen Interessen und das Wirken der Kirche in der Gesellschaft berührt, völlig mit Verstand und Wille, wie überhaupt alle Gläubigen, ihren Bischöfen und dem römischen Pontifex unterstehen. Also, der ganze Verstand und der ganze Wille eines jeden Schriftstellers unterliegt dem römischen Pontiff, untersteht dem römischen Pontiff. Tja, das ist genommen aus Götz, Klerikalismus und Laizismus, Frankfurt am Main, 1906 erschienen auf Seite 54. Wie gesagt, das Buch dokumentiert alles sehr, sehr gut. Das waren jetzt zwei Teile eines wichtigen Satzes. Den letzten habe ich ein wenig stiefmütterlich behandelt, weil ich über Inter Mirifica
bis zum Erbrechen bereits gesprochen habe in der Vergangenheit. Und ich will mich ja nicht ewig mit solchen Dingen wiederholen. Jeder weiß, was ich mit Intermirifica meine. Wer es nicht weiß, der geht an die Quelle zurück, wo ich es zum ersten Mal erwähnt habe, nämlich in der Zusammenfassung von Herrscher des Bösen, die ich in 2000 und, weiß ich gar nicht mehr, wann war es, 16, 17 rausgebracht habe. Und dann später natürlich in der Lesung des Buches Herrscher des Bösen, wo wir dann nochmal intensiv darauf eingegangen sind. Und dann auch später in anderen Lesungen, wie zum Beispiel, ich glaube, in Hinter den Diktatoren und ähnlichen Dingen sind wir auch nochmal drauf eingegangen, auf Intermirifica und Miranda Prausus. Die beiden kommen immer wieder. Weil damit behauptet die Kirche, alle Medien zu besitzen. Die Medien, die nichts anderes sind als die Propagandainstrumente des Staates oder der Kirche, um die Beherrschten, die Gehorchenden im Garrel zu halten, im Gleichschritt zu halten, dass sie alle schön im Gleichschritt auf denselben Abgrund zugehen und sicher nicht links und rechts gucken und vielleicht mal irgendwo einen schmalen Pfad entdecken, der zum wahren Leben führt, der zur Wahrheit führt. Jesus Christus, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Mit dieser Forderung des Antichristen Pius X. geht er 100% genau gegen das ein, was Jesus Christus sagt. Denn der Papst sagt hier, dass man keine Aktion unternehmen kann, ohne Unterwerfung und Obödienz an den Oberhirten zu zeigen und auch katholische Schriftsteller, und ich weite das jetzt mal aus, weil Anfang des 20. Jahrhunderts hatten wir ja noch nicht so viel andere Medien. Film war ja gerade erst in den Kinderschuhen. Ja? Es gab vor allen Dingen Druckmedien, deswegen wird hier über die katholischen Schriftsteller gesprochen. Aber wir müssen natürlich auch solche Aussagen, wie der Papst hier macht, evoluieren. Das heißt, wir müssen da in die Zukunft übertragen. Und wenn die Medien weit gebreiteter werden, weit gefächerter werden, dann hat das natürlich auch auf die Einfluss. Also, jetzt lese ich nochmal die beiden, also den einen Absatz, im Grunde die ganze Aussage, jetzt lese ich die ganze Aussage noch einmal zusammen, dass wir das mal einmal zusammen hören. Und dann könnt ihr vielleicht das Video mal kurz auf Pause setzen, außer jetzt bei der Premiere, das wäre blöd. Aber später, dann geht zu diesem Zeitpunkt zurück, hört euch das nochmal an, nehmt vielleicht einen kleinen Zettel und einen Stift dabei, schreibt euch auf, an welcher Minute ihr etwas Interessantes gehört habt, bleibt dann nochmal stehen, nehmt euch da Notizen von und studiert das selber. Diese Grundsätze hat Antichrist Pius X. denn auch bisher energisch vertreten. So heißt es in seinem Motu Proprio vom 18. Dezember 1903 über die sogenannte, das sagt der Autor hier, sogenannte christliche Demokratie. Ja? Das war, also das Wort christlich kann man schon mal streichen und führt katholisch ein. Dann ist es eine katholische Demokratie. Eine katholische Demokratie gibt es nicht, weil der Führungsanspruch des Papstes ist absolut. Und in der Demokratie gibt es keine absolute Herrschaft. Also das sind zwei Gegensprüche. Schon mal dazu. Aber wie gesagt, das sind ja Dinge, da könnt ihr selbst drüber nachdenken, selbst drüber nachsinnen und auch vielleicht, wenn dieses Video vorbei ist, nochmal drüber nachdenken und dann erst später mal euren Kommentar dazu schreiben. Also nochmal, so heißt es in seinem Motu Proprio vom 18. Dezember 1903 über die sogenannte christliche Demokratie. Jetzt kommt das ganze Zitat. In Erfüllung ihrer Aufgabe hat sich die christliche Demokratie, sprich katholisch, in strengster Abhängigkeit von der kirchlichen Behörde zu halten, indem sie den Bischöfen und ihren Organen, also alles, was den Bischöfen unterstellt ist, bis auf das kleinste Niveau, zu den Priestern, Dekanen herunter, volle Unterwerfung und Obödienz zu leisten. Also ich lese den Satz jetzt nochmal ohne Kommentar. In Erfüllung ihrer Aufgabe hat sich die christliche Demokratie in strengster Abhängigkeit von der kirchlichen Behörde zu halten, indem sie den Bischöfen und ihren Organen volle Unterwerfung und Obödienz leistet. Es ist kein verdienstlicher Eifer, noch verrät es echte Frömmigkeit, wenn man
auch an sich schöne und gute Dinge ohne Genehmigung des zuständigen Oberhirten unternimmt. Die katholischen Schriftsteller müssen in allem, was die religiösen Interessen und das Wirken der Kirche in der Gesellschaft berührt, völlig mit Verstand und Wille, wie überhaupt alle Gläubigen, ihren Bischöfen und dem römischen Pontifex unterstehen. Ende Zitat. Ich glaube, viel mehr müssen wir da jetzt nicht dran verschwenden. Wer das jetzt noch nicht verstanden hat, dem kann ich nicht mehr helfen. Der Autor fährt fort und sagt, und damit ja niemand sich etwa einbilde, die Sache sei nicht so gefährlich, wie es den Anschein habe, oder ginge ihn persönlich gar nichts weiter an, hat Antichrist Pius X. Ausdrücklich verordnet, dass die 19 Fundamentalnormen für die christliche Volksaktion, die, Zitat, für alle Katholiken die dauernde Richtschnur ihrer Haltung, Ende Zitat, bilden sollen, Zitat, an alle katholischen Komitees, Gesellschaften und Vereine jeglicher Art gesendet werden. Nochmal. Damit ja niemand sich etwa einbildet, die Sache sei nicht ganz so gefährlich oder sie ginge ihn nichts an, hat Antichrist ausdrücklich verordnet, dass die 19 Fundamentalnormen für die christliche Volksaktion, also sprich katholisch, die für alle Katholiken die dauernde Richtschnur ihrer Haltung bilden sollen, an alle katholischen Komitees, an alle katholischen Gesellschaften und an alle katholischen Vereine jeglicher Art gesendet werden. Diese Vereine müssen sie an ihren Eisen anschlagen und bei den Versammlungen oft zur Verletzung bringen. Verlesung, Entschuldigung, Verletzung. Diese Vereine müssen sie in ihren Sitzen anschlagen und bei ihren Versammlungen oft zur Verlesung bringen. Wir verordnen überdies, dass die katholischen Journale sie vollinhaltlich veröffentlichen und die Erklärung abgeben, dieselben zu beachten. Sie sollen dieselben gewissenhaft beobachten. Widrigenfalls sind sie strenge zu ermahnen, und wenn sie nach erfolgter Mahnung sich nicht fügen, sollen sie von der kirchlichen Behörde verboten werden. Tja, muss ich da jetzt noch viel zufügen? Wie setzt die römisch-katholische Kirche ihre Forderung hier durch? Alle katholischen Komitees, alle katholischen Gesellschaften, alle katholischen Vereine jeglicher Art, da wird diese Aussage angesendet. Diese Vereine müssen sie an ihren Sitzen anschlagen, bei Versammlungen müssen sie sie zur Verlesung bringen. Überdies wird verordnet, dass alle katholischen Journale, also Zeitungen und Zeitschriften, sie vollinhaltlich veröffentlichen und die Erklärung daneben abgeben, dieselben zu beachten. Das heißt, hier wird noch einmal draufgedrückt, das musst du auch befolgen. Sie sollen dieselben gewissenhaft beobachten. Widrigenfalls sind sie strenge zu ermahnen, und wenn sie nach erfolgter Mahnung sich nicht fügen, sollen sie von der kirchlichen Behörde verboten werden. Also ein Verein, eine Zusammenkunft von verschiedenen Menschen, die sich nicht an diese Regularien des Papstes hält, wird verboten werden. So, und das könnt ihr dann jetzt mal bitte schön übersetzen ins 21. Jahrhundert, wo wir uns heute befinden. Ja? Weil die Aussage des Papstes von 1903 hat heute noch dieselbe Gültigkeit wie damals. Da ist nichts von abgeschwächt, da ist nichts von weggenommen, denn das Papsttum ist unveränderlich. Die römisch-katholische Kirche ist unveränderlich, semper eadem. Sie kommt nie auf eine getroffene Aussage zurück. Sie zieht niemals eine getroffene Aussage oder ein Dogma zurück. Weil die Kirche wie der Papst sind
unfehlbar. Aufgrund ihres eigenen Dogmas, aufgrund ihrer eigenen Erklärung. Und wir alle sind auf Gedeih und Verderb dieser Kirche ausgeliefert. Ob wir das wollen oder nicht. Das steht hier auch drin. Die Getauften, aber auch die Ungläubigen. Da hat das alles Wirkung drauf. Der Papst macht sich, erhebt sich selbst zu Gott. Wenn das nicht die Erfüllung ist aus dem 2. Thessaloniker Brief Kapitel 2, wenn das nicht die Umsetzung ist von dem, was Luzifer im Himmel sagte in Jesaja Kapitel 14, Verse 12 bis 15, wenn das nicht deutlich ist und uns sagen muss, der Antichrist ist nicht in der Zukunft, der Antichrist ist hier und er lebt in seinen letzten Zuckungen. Er macht diese ganzen Dinge so deswegen bekannt, weil er vielleicht nicht mehr viel Zeit hat. Was das bedeutet, da gehen wir in einer anderen Studie drauf ein, in einer anderen Lesung. Das ist nicht für heute. Aber in der Bibel steht schon geschrieben, der Teufel weiß, dass er nur eine kleine Zeit hat. Und diese Zeit geht irgendwann zu Ende. Und der wahre Prinz des Friedens, der wahre Herr der Herren, der wahre König der Könige wird zurückkommen. Und dann, nein, nicht Gnade Gott dem Antichristen. Dann ist es vorbei mit der Gnade. Die bis dahin getroffene Entscheidung muss man dann mit allen Konsequenzen tragen. Die Entscheidung, dem Herrn im Himmel zu dienen, oder die Entscheidung, einem Herrn hier auf dieser Erde zu dienen. Das gilt für einen jeden von uns, wie auch für ihn selber. Da niemand die Stunde oder den Tag der Wiederkunft unseres Herrn weiß, sollte man da immer darauf vorbereitet sein. Und man kann da nur darauf vorbereitet sein, wenn man sein Wort, die Bibel, studiert. Wenn man mit ihm lebt, wenn er in uns lebt und wenn wir in ihm leben. Wenn wir als wiedergeborene Christen seine Gebote befolgen, wie er sagte, wer mich liebt, der hält meine Gebote. Nicht die Gebote des Papstes, nicht die Gebote des Staates, der der Kirche unterstellt ist, sondern die Gebote unseres Herrn Jesus Christus. Bis zum nächsten Mal. Bitte lest eure Bibel. Maranatha. Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war, die Welt glauben zu lassen, es gäbe ihn gar nicht.